Achtung, lachhaft. Das nun folgende Video könnte verstörend und noch sogar schlachhaft und peinlich für die betroffene Person sein. PS, trotzdem viel Spaß. Servus und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Insanity Date. Es ist ein geiles Spiel, wir haben es im letzten Part gesehen, es war schon richtig spannend, es geht richtig rund. Ich kann nur sagen, ich bin zwar gestorben bei dieser komischen Puppe, weil ich dachte wirklich, ich könnte das Messer nehmen, um mich zu verteidigen. Ich habe mich aber jedoch geirrt. Gut, alles klar. Kurzes Statement, es ist richtig geil, es macht Spaß, es macht Laune, es sind Schockmomente drin, die dich wirklich gut packen. Du kannst dich in das Spiel einfach hammergeil reinversetzen und dann wollen wir auch direkt anfangen. Here we go! Die Stelle kennen wir jetzt, hier sind wir letztes Mal gestorben und hier machen wir jetzt weiter. Okay, wir gucken uns erstmal unsere Schatzchen. Ja, komm, jetzt gib mir Kraft, dass die blöde Sau mich nicht wieder absticht. Ja, du siehst mich nicht, ha? Ja, wie jetzt? Ach, hier sind überall welche! Wow! Also, an dir gehe ich so vorbei. An dir gehe ich so vorbei! Und du! Wie gehe ich denn jetzt an dir vorbei? Ah, wenn ich euch angucke, dann macht ihr mir nichts. So läuft... Der Hase, jetzt steht da einer hinter mir, oder? Ganz... Wow, 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 wow. Ich sehe nix. Leucht mal dahin. Wow, da hat einer was sauber gekotzt. Direkt an die Wand. Respekt. Geh da durch, ich will aus diesem Raum raus. Gott sei Dank bin ich da raus. Ui, ui, oh, guck mal da. Okay. Ja, ich muss gerade mal kurz auf die Uhr gucken. Ich weiß ja nicht, wie lange ich ungefähr zocke. Der scheint mir... Ich hab nichts gesagt, klick dein Handy weg. Links oder. Achtung, Sturzgefahr, sie könnten sich den Arsch brechen. Den Arsch? Ja, tut doch. Weh. Ist gut, ich bleib hier drin. Ja, ihr könnt sie auch Arsch brechen, das flackert hier gerade so. Ziemlich Entspannung. Ich traue euch beiden nicht. Jetzt guckt ihr die nicht an. Wow, wow! 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 Ist das mies! Da musst ihr höllisch aufpassen. Mhm, ist gut. Gut. Ja, dann brüll halt weiter. Wir sind in der Irrenanstalt, da darf man das. An dir muss ich so vorbei. Das heißt, an dem muss ich... Ja, ist klar. Oh, hinter dir geht der Mond auf, Kollege. Ich weiß noch, ob das siehst. Naja, fast wäre ich nicht reingelaufen. Fast, aber nur fast. Ja, du kannst die Luft abstechen. Wow! Bleib mal auf Distanz. Warum stehen da überall Marionetten? Warum? Vielleicht ist es so, wow, guck mal, ich bin mal Psycho, wir spielen jetzt Marionettenspieler und dann metzeln wir den Spieler ab. Dann. Das hätte jetzt keine Ähnlichkeit mit der alten, da brauchst du auch nicht auf Handy gucken. Irgendwie traue ich dem Bild nicht. Hey, Stuhl! Wow, wo sind die anderen hin? Geh mal zu deinen Kollegen zurück. Oder verschwinde halt einfach. Ist das ein Auge? Ne, das ist eine Uhr. Warum hat die Hand eine Uhr? Ach ne, es wird so ruhig. Wo lang? Geh ich geradeaus. Oh. Oh, geradeaus. War eine Scheißoption gewesen. Blöd, Dreckscheiß. Und ich darf diesen Fluss wieder lang gehen. Na, bist du kein Problem. Bist du Klempner. Darfst du lang gehen. Ist der nächste, ist der uns noch zu Problem. Ist der Tür hat der Tage. Tür ist am Bluten. Ist der. Wow, 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 what was this? Dies war aber jetzt nicht. Nett gewesen? War die Wasserflasche so explodiert?
Willst du Pillen kaufen? Ich hab dir die volle Dröhnung hier. Alles klar. Jo, ich geh weg. Ist gut. Wow, wow, wow. Jo. Du kannst aber auch... Toll fliegen. Oh, da vorne geht unser Kollege wieder. In Slow Motion. Du tust mir nichts. Du hilfst mir gewiss. Du rettest mich. Du zeigst mir den Weg, wa? Und du hinter mir, halt mal die Fresse. Es wird paranormal. Es wird sehr aktiv. Es wird unmenschlich. Es wird... Loch. Sind wir jetzt tot, oder war das so geplant? Also ich wollte... Da dein Handy vibriert, geh mal dran. Du hast eine Nachricht von deiner Frau. Hier nicht wegpacken, guck, was die schreibt. Hallo Schatz, ich komme heute Abend ein bisschen später nach Hause. Hoffe, dir geht's gut, Kussi, Kussi. Nee, mir geht's total beschissen. Ich sitze... Achso, von da oben komme ich. Ich sitze in der Klapse fest. Was soll da denn jetzt heißen? Versuche zu entkommen, oder? Was heißt das? Was heißt das denn? Ich kann kein Spanisch. Ich sehe nichts. Oh, ja, das ist Kunst. Also die Stühle an der Decke, das ist echt Kunst. Das hat was, das hat Charme. Das hat nicht jeder Raum hier. Aber in der Anstalt halt, da musst du auf die kleinsten Dinger achten. Weil die Leute haben Ansprüche. Gut, ist klar. Mein Freund, der Stuhl liebt mich, der tut mir nichts. Ich hoffe es zumindest. Große Räume sind immer die sichersten. Siehe es hier, hier kann ich nur jetzt alles anspringen, was hier steht. Die Tische, die Stühle, der Schrank da vorne. Ich habe aber ein Gefühl, dass das jetzt... Der Schrank da vorne, am Arsch, die Tür da vorne. Gehen wir da mal rein. Boah, du hast aber eine lange Zunge. Du weißt ja, dass das nicht gerade gesund ist. Oh, das ist wohl aus dem Kuss-Simulator. Boah, die gucken mich alle an. Das ist so creepy, Alter. Oh, fuck, hab ich mich gerade erschrocken. Der hat schon umgedreht. Nervosität ist... Da. Du hast ein Handy, benutze es. Nein, Jumpscare. Da liegt schon ein Messer. Ach, das ist kein Messer. Na, was bist du denn? Ach, du hängst da nur rum. Ja, was kann ich jetzt mit dem Hammer und dem Meißel machen? Kann ich damit... Pack das Handy aus! Kann ich damit jetzt Bilder klopfen, oder? Türe knacken? Nee, leider nicht. Wäre zu schön gewesen. Wo leuchtest du überhaupt hin? Ich wette, der verfolgt mich jetzt. Da kommt eh irgendwie sowas, womit du überhaupt nicht rechnest. War mir ja klar. Oh fuck! What the fuck? Oh fuck, du hast ja vier Arme! Oh fuck! Geh weg! Wo bin ich? Wo muss ich hin? Wo muss ich tun? Was soll ich machen? Mich verfolgt ja einer mit vier Armen. Das ist nicht gerade freundlich. Waren wir hier nicht gerade schon? Ich halt besser ganz die Fresse und geh den Weg lang. Oh! Oh, Kollege, du bist am Bluten. Du kannst doch nicht dann einfach den Flur lang gehen. Ach, das ist nur eine Blume. Gut, die Blume, die ist freundlich. Oh, die Couch lädt mich direkt ein. Ich will mich hinsetzen, will eine Runde schlafen. Dann... Warum schockiert mich das jetzt gerade irgendwie nicht mehr so ganz? Das ist doch keine Tür, das ist ein Bild. F-A-I-C-D-E-E-G. Muss ich jetzt einen Schlüssel suchen? Oh, das ist Kunst. Das ist wirklich moderne Kunst. Die ist schön. Das gefällt mir. Das beruhigt auch irgendwie jetzt gerade. Wenn ich jetzt zu dem Spinner da oben wieder hin muss, nur weil ich einen Schlüssel brauche.
Dann drehe ich aber direkt am Rad. Ich habe gerade schon ein Bild jetzt verändert, naja. Die Frage ist wirklich, wofür brauchen wir den Hammer und diesen Schraubenzieher? Oh, ich mag da nicht hoch. Das ist sowas von uncool. Jo, beruhig dich mal. Ich wollte nur mal kurz stören. Ich brauche nur was. Ja, ist gut. Ich gehe halt wieder. Wenn dir so viel ausmacht. Muss ich da tatsächlich rein? Kann ich denn unten irgendwie was finden? Ich mag da nicht hin. Das ist mir definitiv zu unheimlich. Ich habe schon Kacke, meine braunen Streifen. Oh, guck mal, die Vase will mit. Können wir nicht aufheben? Nein. Nein. Nein, 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 nein. Wir können dich nicht aufheben. Das kennen wir schon irgendwie von letzten Part. Oh, oh, wir können die Kissen wegbewegen. Liegt da was drunter? Nein, liegt nicht. Wir können auch nicht springen. Das ist dann so ein kleiner Nachteil. Können wir die Couch bewegen? Nee, wir können die Couch nicht bewegen. Es sah gerade für einen Moment lang so aus, als könnten wir es. Blumenvase, geh mal weg. Weg. Was ist mit den Bildern? Kann ich mit den Bildern interagieren? Nein. Ich kann die Tür von hier aus öffnen. Was hast du denn für lange Arme? Du gehst doch nicht mal mit der Hand dran. Das ist jetzt gerade mal ohne Spaß fragwürdig. Sehr fragwürdig, was ich jetzt hier machen soll. Alles klar. Das war's mit der zweiten Folge von Insanidate oder Insanidate. Ist auf jeden Fall ziemlich gut gemacht, wie ich in der letzten Folge sagte. Nur die Frage ist, wo ist der Schlüssel? Muss ich jetzt tatsächlich nochmal in diesen Raum zurück reingehen? Ich will es ungern machen, weil der Typ mit den vier Armen, der ist nicht gerade freundlich, obwohl er mich umarmen möchte. Und wenn er mich umarmt, dann sticht er mich vielleicht noch ab, weil er hat ja vier Arme. Gut, auf jeden Fall. Ich sag mal, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, euer Karavin. Ciao. Moment. Jo, ist gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ist gut, gut, du hast ein Messer, du hast gewonnen. Du kommst jetzt aber dennoch nicht so gelaufen. Muss ich hier rein? Ich gehe doch jetzt der Tatsache auf den Zoo. Ich weiß nicht, ob... Ja.